Ja, ihr Lieben, Halloween, die Nacht des Grusels und der Angst, ist seit gestern vorbei. Ja, dieses Video hier nehme ich erst einen Tag später auf, weil ich es einfach am 31. nicht mehr geschafft habe, noch ein Video für euch fertig zu machen. Deswegen hole ich das jetzt quasi hier mit nach. Das hier ist meine Halloween-Horror-Empfehlung für alle da draußen, die sich fragen, welches Horrorspiel im Bereich Dinosaurier gibt's eigentlich da draußen? Und die Frage ist gar nicht mal so ungerechtfertigt, denn wir haben tatsächlich generell im gesamten Umfang relativ wenig Dinosaurier-Spiele. Deswegen habe ich mal für euch die Top 6 Dino-Spiele zusammengetragen und die auch noch gerankt, die ihr jetzt schon spielen könnt. Legen wir gleich los und viel Spaß beim Gruseln. Bevor wir jetzt hier mit dem Thema richtig einsteigen, lasst mich nochmal zwei kurze Regeln für dieses Video hier klarstellen. Dino Crisis fällt dabei raus. Das ist ein wirklicher Klassiker, den glaube ich auch jeder auf dem Schirm hat. Ich denke mal, wenn es darum geht, sich zu fragen, was für ein geiles Dino-Spiel kann ich denn zu Halloween rumspielen? Oder gerade im Horror-Genre, dann kommt glaube ich jeder zuallererst auf Dino Crisis. Von daher wäre das jetzt hier kein Spiel, das ich hier nochmal groß vorstellen müsste. Im Original zumindest. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Des Weiteren wird meine Top-Liste hier ebenfalls Demos enthalten, da wir, wie gesagt, sehr rar gesät sind, was Dinosaurier-Spiele angeht. Aber wir haben bei mir auf dem Hauptkanal und ebenfalls auch auf Twitch schon das ein oder andere Horror-Demo-Dino-Spiel durchgezockt. Ja, zum Teil kann man diese Demos auch wirklich durchspielen. Also die haben wirklich einen Anfang und eben ein Ende. Und da waren schon wirklich geniale Games mit dabei. Deswegen will ich auch hier noch einmal darauf zurückgehen, dass ihr genau die Spiele vielleicht nicht verpasst. Denn einige dieser Games sind von Indie-Entwicklern gestaltet worden und die sind eben sehr darauf angewiesen, zu schauen, wie häufig deren Spiele wirklich runtergeladen und gespielt werden und was für eine Bewertung denen gegeben wird. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man das auch noch hiermit ein bisschen unterstützen kann. Das Ranking, was ihr jetzt erfahrt, und das werde ich jetzt noch öfter erwähnen, glaube ich, bezieht sich nicht auf das Spiel generell. Also ich werde hier nicht das beste Spiel hervorheben. Hierbei geht es um das unheimlichste Spiel, das beste Dinosaurier-Spiel für Halloween und eben die Zeit des Gruselns. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir einfach gleich mit Platz Nummer 6, Jurassic World Aftermath. Ja, Jurassic World Aftermath wird den meisten von euch auch schon ein Begriff sein. Gerade wenn du nicht neu hier auf dem Kanal bist, dann wirst du wissen, dass wir das Game jetzt, glaube ich, auch schon zweimal durchgespielt haben. Und ich habe vor, das Ganze noch ein drittes Mal durchzuzocken, und zwar diesmal hiermit. Mit der Oculus Quest 3, mit der VR-Brille. Und ich muss sagen, ich habe mir Jurassic World Aftermath erst relativ spät zugelegt. Zum einen liegt das daran, dass das Game eben zu Beginn, als es gerade frisch herausgekommen ist, exklusiv für die Oculus Quest 3 erschienen ist. Das heißt, wenn du so eine Brille nicht hattest, hattest du auch keine Chance, das Game zu zocken. Das ist inzwischen anders. Sowohl auf der Nintendo Switch und die PlayStation 5, die bieten das alle an. Also ihr könnt diesen Plattformer jetzt auch komplett abseits von VR zocken. Und ja, wir waren uns alle, glaube ich, relativ einig gewesen, dass das Spiel unfassbar viel richtig macht. Wir haben hier einen gewissen Horroraspekt. Wir haben beklemmende Momente, wir haben aufregende Momente und wir haben die vielleicht etwas kontroverse Grafik, auf die wir zuallererst mal eingehen. Denn Jurassic World Aftermath ist kein gewöhnliches Jurassic World Spiel. Nein, man kann im Endeffekt sagen, dass hier Alien Isolation vom Spielprinzip her auf Jurassic World trifft, das dann die Grafik hat von einem Telltale The Walking Dead Spiel, irgendwas in der Hinsicht. Und das mag im ersten Moment ein bisschen abschreckend wirken, diese Reaktion bekomme ich sehr, sehr häufig mit. Ich muss aber wirklich sagen, dass man sich aufgrund der Original-Soundtracks, der Original-Geräusche und eben auch der kanonischen Story relativ schnell an die ganze Geschichte gewöhnt. Ich meine, ja, gehöre ich zu den Leuten, die auch sagen, ich hätte gern sowas eher in einer realistischen Grafik gehabt, definitiv, aber das Spiel macht trotz allem unfassbar viel Spaß. Und ja, ich habe es eben gerade schon erwähnt, das ist quasi das Alien Isolation im Jurassic World Universum. Und da kommen wir auch dann mit zu einem der großen Kritikpunkte. Das Spielprinzip ist eben, naja, wir verstecken uns vor Dinosauriern. Und das gelingt eigentlich ganz gut, mit einer kleinen Ausnahme, wo man wirklich sagen muss, das Spiel ist einfach zu lange. Gerade zu Beginn kommt dieser Horroraspekt doch relativ gut rüber. Wir sehen Blut an den Wänden, wir hören die Velociraptoren, wir sehen sie aber noch nicht. Wir hören irgendwelche Geräusche in Schächten an der Wand oder über uns und das Ganze hat eine wirklich heftige Immersion, sowohl in VR oder gerade in VR, als aber auch für die normalen Plattformer.
Allerdings versteift sich das Game zu sehr auf Velociraptoren. Wir bekommen in Jurassic World Aftermath auch noch andere Dinosaurier zu sehen. Und was sehr cool ist, ist, dass wir wirklich auf jeden Dinosaurier anders reagieren müssen. Nur mal als Beispiel. Wenn ein Tyrannosaurus Rex auftaucht und uns ansieht, dürfen wir uns nicht bewegen. Bei den Velociraptoren müssen wir uns in Schränken oder ähnlichem verstecken. Bekommen wir einen Dilophosaurus zu Gesicht, dann müssen wir ihn schnell mit der Taschenlampe anleuchten, damit er uns nicht angreift. Und ja, es kommen noch weitere Saurier in dem Game vor, ich will die jetzt hier aber nicht alle vorwegnehmen, weil ich die auch wirklich empfehlen kann, spiel das Spiel einfach mal selber. Aber hier ist eben mein Kritikpunkt, dass sich das Game zu sehr auf die Raptoren bezieht. Ich würde einfach mal behaupten, dass 80% von den Dinosauriern im gesamten Game, die wir sehen, einfach Velociraptoren sind. Und dieses ganze System von wegen weglaufen, schleichen, Raptoren ablenken, Türen zumachen, sich verstecken, nutzt sich doch dann irgendwann sehr stark ab. Und genau in dem Augenblick fällt der Horroraspekt ein bisschen runter und es wird ein wenig anstrengend. Gerade weil man auch irgendwann beginnt zu verstehen, wie die Velociraptoren in diesem Game programmiert sind, worauf sie reagieren, ab wann sie dich sehen. Und plötzlich wirst du von dem ängstlichen Spieler, der versucht, sich überall lange zu verstecken und jedes Geräusch wahrnimmt, eigentlich relativ selbstbewusst, weil du einfach weißt, wie das System hier funktioniert. Und ja, der Grund dafür ist eben, dass wir genau dieses Versteckensystem viel zu lange abnutzen. Trotz allem muss ich sagen, wirklich ein sehr solides Game, gerade auch für Jurassic World Fans. Das Game ist offiziell im Kanon verankert. Wir bekommen hier so ein, zwei Hintergrundinformationen über Dr. Henry Wu, über Ian Malcolm und auch über eine Figur, die hier neu eingeführt wird. Also das macht schon wirklich Spaß, aber gerade im Horroraspekt muss ich sagen, wäre das hier definitiv auf Platz 6. Auf Platz Nummer 5 haben wir ein Spiel, das ich euch sogar mal unten in der Beschreibung verlinkt habe. Ja, das könnt ihr jetzt sofort komplett kostenfrei zocken. Und zwar von Anfang bis Ende. Hierbei handelt es sich um das Dino Crisis Remake. Und wenn du dich jetzt fragst, Dino Crisis Remake? Kostenlos? Habe ich irgendwas verpasst? Dann wahrscheinlich schon, aber nichts allzu Dramatisches. Denn ja, es gibt ein Dino Crisis Remake, allerdings nicht von Capcom offiziell, sondern von einem Indie-Entwickler, der das Spiel für uns bereitgestellt hat. Hierbei ist es uns komplett überlassen, wie viel Geld wir beim Kauf dieses Spiels wirklich an den Entwickler spenden wollen. Das heißt, ihr könnt beim Preis willkürlich angeben, ob ihr vielleicht 20 Euro spenden wollt. Ihr könnt aber auch einfach sagen, nee, ich will das Ganze komplett kostenfrei testen. Und das Dino Crisis Remake von diesem Indie-Entwickler macht schon einiges richtig und zeigt uns vor allem, wie so ein Remake wirklich funktionieren könnte. Ich habe das Ganze auch hier auf dem Kanal mal komplett durchgezockt. Wir haben das hier live gestreamt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen über eine Stunde 30 gebraucht, Pi mal Daumen. Eine Stunde ist für das Game circa angesetzt. Ich brauche generell immer länger. Ich habe dir das Video mal da oben verlinkt. Da kannst du das ganze ausführliche Gameplay davon mal sehen. Und ich war beim Spielen wirklich angetan davon. Die Mechanik hat hier und da noch ein bisschen gehapert. Wir hatten Augenblicke gehabt, bei denen du auch sehr schnell durchschaut hast, wie du was machen kannst, um eben nicht entdeckt oder eben gefressen zu werden. Aber trotz allem, gerade beim allerersten Mal durchspielen, hast du hier wirklich deine creepy Momente. Wenn der T-Rex zum allerersten Mal auftaucht, wenn du das erste Mal einen Compsognathus oder auch einen Velociraptor siehst, dann werden die gleich sehr, sehr unheimlich und ebenfalls auch sehr monströs dargestellt. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Allerdings muss man hierbei auch sagen, wenn du dieses Spiel einmal durchgezockt hast, dann reicht's auch. Ich hatte jetzt nicht irgendwie nochmal das Bedürfnis, die ganze Nummer nochmal zu zocken und irgendwie mehr zu erkunden, weil diese Demo lässt auch relativ wenig Spielraum für separate Erforschungen da. Es gab hier ein, zwei coole Überraschungen. Ich sag einfach nur mal ganz kurz Therizinosaurus. Das habe ich so nicht kommen sehen, das war relativ cool gewesen. Und ja, wie vorhin erwähnt, dieses Spiel hier hat wirklich einen Anfang und ein Ende. Das heißt, ihr landet auf der Insel zu Beginn des Spiels und am Ende, wenn ihr alles durchgespielt habt, werdet ihr wieder abgeholt und haut ab. Das finde ich eine sehr coole Herangehensweise bei einer Demo, dass man sich hier auch wirklich die Mühe nimmt und eben sagt, ja, ja, das Game ist zwar kürzer als eine richtige Fassung und ebenfalls auch als das Originalspiel, aber trotz allem habt ihr eine kleine abgeschlossene Story. Hat mir sehr gut gefallen, aber weiter als Platz 5 schafft es dann auch das Dino Crisis Remake nicht. Auf Platz Nummer 4 ist ein Spiel, das wir erst vor kurzem hier auf dem Kanal gezockt haben. Das Video dazu habe ich dir auch mal da oben verlinkt, schaust dir gerne mal an. Das Spiel nennt sich Tempest Trial, war es glaube ich gewesen. Ein ominöses Spiel, das uns auch mal die Sicht einer anderen Person zeigt. Das heißt ja, im Regelfall sind wir in solchen Horrorspielen immer jemand, der von irgendwoher in eine Geschichte geworfen wird, wo er eigentlich gar nichts drin zu suchen hat. Meistens ein Zivilist oder ähnliches. In diesem Fall jetzt hier sind wir oder spielen wir einen der Doktoren, der Dinosaurier auf einer Insel erschaffen hat. Das Ganze hat er gemacht mit Hilfe von, ich habe es nicht so ganz verstanden, irgendwelchen Zeitanomalien, die aufploppen können. Und dann passiert ein Vorfall, der nicht hätte passieren sollen. Und plötzlich finden wir uns in einer komplett vernebelten
düsteren, naja, Laboranlage wieder und versuchen von da irgendwie zu entkommen. Und ich habe es beim Stream schon selber angesprochen, dabei bleibe ich auch. Die Atmosphäre von dem Game, die zeigt einfach, wie so etwas aussehen muss. Das ist ein Spiel, das ich gerne in der Vollversion sehen würde. Auch hier haben wir jetzt ebenfalls nur eine Demo geliefert bekommen, bei der ich auch so ungefähr eine Spielzeit von einer Stunde hatte, ist also auch ganz nett. Und bei diesem Spiel kann ich euch ganz klar sagen, das wäre so eins, wo ich sagen würde, wenn ihr Bock auf so eine Art von Horror habt, ladet euch das Spiel runter. Ich werde euch hier unten mal jeweils einblenden, wo ihr die verschiedenen Games dann auch herunterladen oder eben auch spielen könnt. Denn es gab hier wirklich einige äußerst erschreckende Momente. Ich erschrecke mich in Horrorspielen relativ häufig eigentlich. Allerdings ist mir bei sämtlichen Dino-Horror-Games aufgefallen, da klappt das bei mir komischerweise echt selten. Bei Tempest Trail war das eine ganz andere Nummer. Hier gab es wirklich Momente, wo man sich auch gefragt hat, was passiert hier gerade? Sei es ein über uns herüberfliegender Pteranodon war es, glaube ich, gewesen. Sei es ein Therizinosaurus, der einfach im Nebel auftaucht und sich nur dann bewegt, wenn wir ihn nicht angucken. Oder auch der Carnotaurus im Tunnel, der auf einmal angefangen hat, irgendwas zu fressen. Das Spiel macht einfach sehr viel richtig in Sachen Mystery-Aspekt, Horror-Aspekt und auch spielerisch und vor allem grafisch ist das wirklich eine Meisterleistung. Das Ding hierbei ist, dass wir erneut, wie gesagt, eine Demo haben und die will uns durch verschiedene Felder hindurchführen. Das heißt, wir haben quasi wie verschiedene Areale. Bei dem einen gibt es einen Therizinosaurus, dann gibt es da mal Kompis, dann gibt es da einen Carnotaurus, dann gibt es da einen Raptor. Es wird irgendwie alles in so verschiedene Stages aufgeteilt und da merkt man auch einfach zum Teil, dass hier relativ wenig Personen am Werk gewesen sind. Trotz allem muss ich hier ganz klar sagen, wenn ihr Bock habt, euch mal zu gruseln, auch wenn das Spiel nicht unbedingt ein Wiederspielwert hat, gerade für dieses eine Mal komplett kostenlos diese Demo hier zu zocken, ich verspreche euch, das Dino-Horror-Erlebnis ist schwer, noch mysteriöser, noch unheimlicher, noch horrorlastiger zu verpacken, wie jetzt hier in dem Game. Ich würde sagen, Tempest Trial ist so ein bisschen das Silent Hill für Dinosaurier-Fans. Das kann man, glaube ich, so relativ cool zusammenfassen. Deswegen auch da ganz klare Empfehlung von mir, aber kommt ebenfalls nicht höher als Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 3 habe ich Unknown Tapes für euch gelistet. Auch das Game haben wir hier auf dem Kanal schon durchgespielt. Link ist da oben, schau es dir gerne mal an. Auch hier haben wir erneut nur eine Demo zu einem Game, das allerdings für das erste Quartal 2025 angekündigt wurde, bisher allerdings nur bei Steam. Lässt sich nur hoffen, dass das nicht einfach nur ein Platzhalter ist und dass wir Unknown Tapes wirklich auch erhalten. Zur Aufnahme dieses Videos übrigens gab es erst gestern ein Update zu dem Spiel. Das heißt, man arbeitet wirklich intensiv weiter, die ganze Geschichte rauszubringen. Und da habe ich sehr viel Vertrauen dran, dass wir dieses Game dann schon sehr bald für so um die 30 Euro auch in der Vollvariante zocken können. Was macht Unknown Tapes aber jetzt so besonders? Naja, genau der titelgebende Name ist auch das, was wir im Endeffekt spielen. Man könnte sagen, wir spielen ein gefundenes Tape, ein unbekanntes Tape, das wir einfach im Wald finden, mit nach Hause nehmen, einlegen und dann sehen wir ein paar Ereignisse. Das Game selber hat die Optik, als würde man es mit einer alten VHS-Kamera selbst aufnehmen. Dementsprechend ist die Bildqualität hier auch nicht ganz so stabil. Wir bekommen hier und da kleine Einbrüche, wir bekommen bestimmte Gestörgeräusche und ebenfalls auch Störbilder mit in die ganze Nummer integriert. Und genau das bringt hier wirklich eine Faszination hervor, wo ich sagen muss, ich habe, glaube ich, selten so Schiss bei einem Dino-Horrorspiel gehabt wie bei Unknown Tapes. Wie gesagt, Video ist da oben verlinkt, schau es dir echt mal an. Also das sind wirklich, es passieren hier einfach Dinge. Und man spielt so genial mit dieser Kameraoptik. Sei es irgendwelche Fehlerfrequenzen, die plötzlich auftauchen, dann verschwinden die wieder, auf einmal steht irgendwo ein Vieh vor dir. Ebenfalls sind natürlich auch die Dinosaurier-Geräusche, die Schreie, sind unfassbar schrill und schon fast ekelhaft mit anzuhören, weil wir ebenfalls auch die Tonqualität einer so alten VHS-Aufnahme haben. Oder eher einer Tape-Aufnahme, es heißt ja auch Unknown Tapes. Das Gesamtpaket hier ist einfach ultra interessant, es macht auch sehr viel Spaß und ja, die Demo endet wirklich mit einem krassen Cliffhanger, den ich so nicht habe kommen sehen und wo wir auch alle im Stream dann komplett gespannt waren, wie es jetzt weitergeht. Unknown Tapes empfehle ich dir auf jeden Fall. Schau dir die Demo an, lad sie dir runter, spiel das Spiel. Das Game wird nächstes Jahr definitiv erscheinen. Kommen wir zu Platz Nummer 2 und Platz Nummer 1. Das sind beides Vollpreisspiele bzw. vollkommen fertiggestellte Spiele, die ihr so wirklich von Anfang bis Ende zocken könnt. Ja, unter anderem haben wir einmal Fossil Fuel 2 und nicht davon abschrecken lassen, dass die Nummer 2 hinter dem Namen steht. Fossil Fuel 2 kannst du einfach so zocken, ohne Teil 1 kennen zu müssen. Zumindest geht es mir so. Ich habe Teil 2 zocken können und habe jetzt relativ wenig Fragen gehabt, was in Teil 1 passiert ist. Und dann habe ich auch mal nachgeschaut gehabt, ob die jetzt krass miteinander zusammenhängen. Die Antwort hierbei ist anscheinend nein, weil Fossil Fuel 1 war
wohl echt schlecht. Und Teil 2 ist jetzt wirklich gut. Sowohl von der Grafik als aber auch vom Mechanismus hat das Ganze wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das Game reduziert sich allerdings nicht nur auf Ereignisse mit Dinosauriern, sondern ebenfalls auch mit anderen prähistorischen Unterwassergeschöpfen und auch mit bestimmten Mutanten. Das heißt, wer hier auf Hybride steht und schon immer mal ein Mensch-Dino-Hybrid sehen wollte, das Game wäre auf jeden Fall perfekt für dich. Und warum ist das jetzt so weit oben? Obwohl es ja scheinbar irgendwie eine Art von Shooter ist. Naja, einfach gerade wegen bestimmter Momente. Wir haben zum Beispiel direkt von Anfang an einen Augenblick, in welchem wir in ein Untergrundlabor herunterkommen, um herauszufinden, was auf der Insel jetzt hier wirklich passiert ist, auf der wir kurz zuvor gestrandet sind. Übrigens einfach mal, weil ein Megalodon aufgetaucht ist und uns unser Boot, unser Schiff zum Entern gebracht hat, was auch eine sehr geile Szene war. Wir bekommen also von Anfang an in diesem Game vorgelebt, wie schrecklich das Wasser ist. Was passiert dann am Anfang, als wir runter in diese Labore kommen? Wir sehen erstmal einen Schlund vollgesaugt mit Wasser und kleiner Spoiler hier, da müssen wir rein. Und dieses Wasser ist so unfassbar nicht einladend. Ihr wollt nicht in dieses Wasser herab, denn auch hier können natürlich Kreaturen dabei sein. Ob welche dabei sind, verrate ich aber nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich so mache. Es sind mehrere Momente dabei, die wirklich diesen Gruselfaktor mit sich bringen. Und das Erstaunliche hierbei finde ich einfach, dass wir ebenfalls relativ schnell lernen, dass unsere Waffen extrem effektiv sind gegen Dinosaurier. Das heißt, ja, im Endeffekt könnte man auch einfach meinen, wenn da jetzt ein Raptor auftaucht, dann knall ich den einfach ab, was soll's. Munition haben wir ebenfalls meistens eigentlich genug und trotz allem schafft es das Spiel, dich in Situationen zu bringen, wo du wirklich bedroht wirst von diesen Dinosauriern. Sei es durch die Düsternis, durch die engen Gänge, durch bestimmte Stärken von verschiedenen Dinosauriern oder einfach mal, dass du dir nahezu in die Hose machst, weil du über eine ganz schmale Brücke drüber laufen musst und auf einmal unter dir ein gewaltiges Segel vorbeischwimmt. Ja, wer könnte das nur sein? Ebenfalls haben wir hier auch noch bestimmte Resident Evil Momente und ich bin ja ein riesiger Resident Evil Fan. Wir bekommen hier einen bestimmten Raum geliefert, der sehr stark an ein Herrenhaus erinnert. In diesem Fall allerdings, weil wir sind ja ein Dino-Game, ist es halt ein Museum. Und auch hier haben wir die altbekannten Kisten, die wir aus Resident Evil kennen, wo wir unsere Waffen ablegen können. Und das ganze System macht einfach unfassbar viel Spaß. Und wir bekommen immer wieder so ein Auf und Ab zwischen Horror- und Action-Elementen, was einfach verdammt cool ist. Das Game gibt es, wie gesagt, komplett zum Vollpreis oder eben auch vollendet zum Herunterladen und ebenfalls auch zum Kaufen. Du kannst dir allerdings zuerst auch mal die Demo runterladen und das Ganze selber ausprobieren. Also auf jeden Fall beide Daumen hoch für Fossil Fuel 2. Das macht wirklich Bock. Kommen wir zu Platz Nummer 1. Und ja, wer jetzt hier wirklich aufgepasst hat, wird wissen, da fehlt noch ein Spiel, über das wir gar nicht mal so selten reden. Gerade wenn es eben um die Halloween-Zeiten, um die Horror-Livestreams geht. Die Rede hierbei ist natürlich von Oakwood. Ein Spiel, das ich wirklich von Anfang bis Ende komplett... Ich fand's einfach genial. Ich mag den gesamten Aufbau dieses Spiels. Diese schon fast friedliche Umgebung, die uns in einen zauberhaften Wald entführt und nach, wirklich etappenweise, mehr wie in einem kleinen Flow, wird dann das Szenario immer düsterer. Wir bekommen mit, dass hier irgendwas nicht stimmt, denn wir selbst wollen eigentlich unsere Freunde treffen bei einem schönen Zeltausflug in den Oakwoods. Die Oakwoods sind ein schon lange verlassenes Zeltlager, das aufgrund von bestimmten Vorfällen geschlossen wurde. Und da wir als Hauptfigur in diesem Spiel dann zu spät zu dem Treffen mit unseren Freunden kommen, müssen wir feststellen, dass die gar nicht mehr da sind. Also machen wir uns auf die Suche nach denen und bekommen dann mit, dass hier ein paar ziemlich düstere Geheimnisse am Berg sind. Ja, wir befinden uns hier immer noch im Dino-Horror-Genre und das Game macht wirklich nahezu alles richtig. Man könnte hier auch den Kritikpunkt anbringen, dass bestimmte Mechaniken, ich sag nur Stichwort Velociraptor, wenn man die einmal durchschaut hat, dann ist das Spiel relativ easy durchzuspielen. Ich meine, Spielzeit ist auch hier, glaube ich, gegeben von ungefähr ein bisschen mehr als einer Stunde. Das Ganze hat aber wirklich einen Anfang und ebenfalls auch ein Ende. Jedoch haben wir hier einen unfassbaren Wiederspielwert, weil die Geschichte von Oakwood, die wird hier nicht einfach auf die Nase gebunden. Du musst sie verstehen. Und ich liebe so etwas. Ich mag es, wenn das Spiel dir nicht einfach komplett plump die Story ins Gesicht erzählt. Nein, wir müssen hier Tagebucheinträge finden, wir müssen bestimmte Zettel lesen. Wir müssen einfach selbst Zusammenhänge verstehen zwischen Dingen, die wir dort sehen, die wir dort lesen, die sich dort ereignen,
um die gesamte Geschichte zu verstehen. Ebenfalls haben wir auch noch ein alternatives Ende, was einen Wiederspielwert von Oakwood ebenfalls noch gewährleistet. Und genau dieses gesamte Konstrukt hat mir unfassbar gut gefallen. Noch dazu bekommen wir wirklich coole, verschiedene Dinosaurier zu sehen. Nur mal um drei davon zu nennen, Velociraptor, Tyrannosaurus Rex und Dilophosaurus. Das sind halt so die klassischen, die wir auch aus Jurassic Park kennen. Und ja, man könnte meinen, dass sich hier nahezu jedes Design der Tiere von den Jurassic Park und eben auch Jurassic World Designs hat inspirieren lassen. Aber trotz allem, Oakwood ist so ein Spiel, wo ich sagen muss, da habe ich jedes Jahr neu Bock drauf, das einfach nochmal komplett durchzuzocken und weitere Geheimnisse, um die Story zu erfahren, denn davon gibt es wirklich reichlich. Das waren sie jetzt gewesen, meine 6 Halloween-Horror-Dino-Tipps für euch aus der Spielewelt. Wenn ihr noch einige Tipps für mich habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ich meine, ja, Mobile Games wie Jurassic World Alive haben aktuell auch so ein Halloween-Special am Start. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt als Horror-Game mit dazu zählen. Trotz allem, schreibt mir eure Meinung, euer Ranking und eure Empfehlung in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich mit dem Video raus für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.